dieser schöne Chor hier nicht toll in der Zitadelle? Herzlich willkommen zurück, Freunde. Ein neuer Part, The Legend of Zelda Ocarina of Time, ist angebrochen. Und wir sind wieder ein Kind. Schon seit dem letzten Mal. Es gibt jetzt noch einiges zu tun, was wir jetzt nicht unbedingt machen müssen. Aber es wird ja 100%, nicht wahr? Und ich habe noch zwei Erbsen, die ich dringend irgendwo einpflanzen möchte. Und jetzt habe ich natürlich wieder den Song vergessen, den ich spielen wollte. Gut, damit wird es jetzt ein bisschen gespoilert, aber wir wollen zum Berg. Stimmt, Bolero des Feuers. Kurz mal merken. Und zwar... Nein. Yes! Denn tatsächlich ist im Todeskrater eine Stelle, die man, wo man die Erbsen einpflanzen kann. Und da kommt man als Kind ja natürlich nur schwer ran. Ja, ich weiß, extreme Hitze, lange können wir nicht bleiben, aber wir haben ja schon extrem viele Herzen, deswegen können wir hier 2 Minuten aushalten und guckt mal da. Ist ja auch nicht weit weg, die Stelle. Lesen. Hier ist ein Loch. Weil er was einpflanzen kann? Na sichi! Hier, guck mal, 2 haben wir noch. Alle hepp. Exakt. Und jetzt ist natürlich der Trick bei der ganzen Geschichte. Also, wir müssen die ganzen Feen nochmal loswerden. Weil wir suchen uns jetzt gleich ein paar Steine. Oder, die sind meistens unter Steinen, ne? Wo wir Käfer finden. Wobei, es reicht eine Flasche. Es reicht, wir müssen die Feen gar nicht loswerden, wir haben ja die 4. Es reicht eine Flasche. Und mit diesen Käfern, die können wir hier auch, da überall, wo wir die Erbsen gepflanzt haben, können wir Käfer in die Löcher schicken. Und dann kommt da was raus als Belohnung. Ist das nicht toll? Und das natürlich auch 10-mal. Glaube ich. Zumindest, das ist ein... Klappt das an jedem Loch? Ich weiß nicht. Wir probieren es an jedem Loch einfach aus. Aber vorher müssen wir dazu erstmal Steine irgendwo her... Steine. Ja, Steine. Aber wir müssen Käfer irgendwo herkriegen und dazu die Steine suchen. Oh Mann. Ich habe die Songs echt alle nicht mehr im Kopf. Da will ich hin. Nee, das ist was anderes gewesen. Okay. Ja, merken. Okay. Mal sehen, ob ich das hinkriege. Ja. So war das gedacht. Denn der einzige, also nicht der einzige, mir fallen bestimmt noch mehr ein, wenn ich drüber nachdenke, aber der erste, der mir einfällt, wo ich Käfer finde, das ist in Kakariko. Wenn, also... Doch, müsste schon hier auf dem Friedhof sogar sein. Dann fallen mir sogar 2 ein. Blitz und Donner. Jetzt bloß nicht da reinspringen. Draußen vor dem Friedhof, vor dieser Palisade. Ja, ja, okay. Und hier ist auch schon gleich das erste Loch, wo wir es mal ausprobieren können. Hier sind doch Büsche. Sind da nicht Käfer drunter gewesen irgendwo? Warte mal, bevor die hier jetzt wegkrabbeln, sollte ich mal die... Flasche schon ausrüsten. Waren hier nicht auch schon irgendwo Käferchen? Ach ja, genau, hier unter diesem Stein. Wegwerfen. Hep. Hep. Yes! Wir haben einen Käfer gefangen! Kannst du mit C freilassen. Du findest Käfer häufiger in dunklen Erdhöhlen. Okay. So. Und mit diesem Käfer gehen wir zu den Löchern und lassen die da einfach frei und fangen uns instant gleich wieder ein. Weil wie auch immer das funktioniert, aber wir haben jetzt einen Käfer gefangen und wenn wir den freilassen, kommen da 3 raus. Die haben sich in der Flasche vermehrt. Er. Alleine. Mit sich selbst. Und die können wir natürlich von den 3 gleich wieder einfangen. Blub. So. Hep. Käfer gefangen. Tusch ertönt. Und was kriegen wir? Nix. Doch! Oh, das dauert aber extrem lange. Nämlich Skulltulas!
Und ich glaube, das ist halt bei jedem Loch so. Das heißt, wir kriegen jetzt einfach nochmal 10 Skulltulas on top. Okay, du warst Nummer 1. Jetzt nochmal dran erinnern, wo waren die ganzen Löcher? Lalalala. Okay. Nummer 2 war am Zora-Fluss. Warte mal, den. Okay, den Bumerang könnte ich brauchen, aber die Zwille gerade nicht, deswegen mache ich das mal so. Verdammt, wie war denn der jetzt? Ja, doch. Bevor wir den vergessen, machen wir gleich den im Todeskrater. Dann müssen wir damit nicht mehr als Kind hin, sondern können dann als Erwachsener ganz gechillt gucken, wo uns die Pflanze dahin bringt. Und wer aufmerksam war, weiß das auch schon, denn da oben, oder war ja da oben, weiß ich nicht, man sieht es gerade nicht, war ja noch ein Herzteil in diesem Rauch versteckt. So, erstmal freilassen. Tusch haben wir gekriegt. Käfer wieder fangen. Oh, dankeschön. Wenn das nämlich nicht klappt, ist es furchtbar lästig, wieder neue Käfer zu fangen. Nummer 2. Und dann gehen wir. Oh nein, 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 nein. Ich wollte sie nicht freilassen. Ha. Falscher Knopf. Gleich wieder einfangen. Hey, 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 komm zurück. Oh Gott. Ich wollte die Ocarina spielen. Oh Gott, Minuet des Waldes. Komm schon. Nee. Das war Friedhof? Ne, ich weiß es nicht mehr. Ich guck's einfach nach. Ich hab die nicht im Kopf. Ich könnte sie mir natürlich aufschreiben und nebenher erlegen, aber nö. Dum-di-dum, dum-di-dum. Ja. La-di-da-da-da-da. Okay. Das war das Menuett des Waldes. Und da haben wir ja zwei gehabt. Einmal den und einmal den. Und in Kokiri noch den dritten. Ja, das lohnt sich am meisten, hierher zu kommen. Und da sitzt sie noch und spielt auf ihrer Flöte. Ocarina, Entschuldigung. Willst du meine Stimme hören? Spiele Sarias Lied. Tschüss. Wir haben Wichtigeres zu tun. Au, stimmt, schießen ja drei. Aua. Dann nehmen wir wieder die Abkürzung hier oben drüber. So, Nummer 1 war hier. Navi, was ist denn? Nein, nein, falsche Richtung. Ich sollte sie irgendwie auf einen anderen Platz stecken. Ja, ich weiß auch schon, ich tausche einfach mit der Ocarina durch. So. Und Navi, was willst du jetzt? Ich frage mich, wer wohl den Geistertempel gebaut hat und aus welchem Grund. Das werden die Gerudo gewesen sein oder deren Vorfahren. So, wo war jetzt die Lichtung? Die müsste einmal hier rum gewesen sein. So quasi im Kreis laufen. Und jetzt hier rechts. Yes. Verzieh dich. So. Oh, warte. Nee, das will ich nicht machen, während der noch da ist. So müsste das funktionieren. Auch ohne. Nee, okay, ein bisschen zu weit drüben. Ohne anvisieren. Aber so klappt es einfach besser. So. Du bist mir egal. Au. Ey, ich hab doch das Schild gezogen. Los, mach nochmal. So. Kein Bock auf euch. Okay. Käfer Nummer 3. Nein, 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 nein. Ich wollte sie doch wieder... Oh Gott, die... Gott sei Dank krabbeln die noch lange genug rum. So, Skulltula, komm bitte raus.
Und hell. Yeah. Dann weiter zur nächsten. Hey. Wo sind wir? Wir sind hier an der Zora-Abkürzung. Dann kommen wir hier zur Goronen-Abkürzung. Und dann müssen wir hier runter, sind beim Schießstand. Und dann müssen wir hier rüber und sind am Ausgangspunkt, also in der Mitte. Und dann sind wir hier beim Horror-Kittenball. Ha, sehr schön. Nummer 4. Einfangen. Dankeschön. Zur Seite. Und Skulltula, bitte. Na, los. Yay. Manche kommen schneller, manche lassen sich echt ewig Zeit. Da habe ich immer schon Angst, dass da gar keiner rauskommt. Aber nein, es funktioniert. So, also die letzte für den Wald, aber die fünfte erst insgesamt. Haben wir in Kokiri. Oh, ist das auch mal wieder schön, die Musik aus dem Kokiri-Wald zu hören. Da kommen sofort so... Naja, Flashbacks nicht, aber da kommt sofort die Stimmung so von den ersten paar Minuten. Wir haben das Spiel gerade gestartet. Hey, und alles ist cool und neu und frisch und yay. Okay. Halt, halt, fangen. Fangen. Yes. Und Skulltula. Nummer 5. Okay. So. Wir haben 5. Wir haben den im Todeskrater. Wir haben den auf dem Friedhof. Wir haben alle drei im Wald. Dann gehen wir jetzt zum Zora-Fluss. Da ist Nummer 6. Dann haben wir am Hylia-See noch die Nummer 7. Im Gerudo-Tal die Nummer 8. Ach, oh, ich habe ja auch total vergessen. Und irgendeine vergesse ich gerade. Ach, natürlich. Fotodongos Höhle. Okay. Echt, ist der gerade gestorben, nur weil er im Fluss aufgetaucht ist? Witzig. Nehme ich mit den Fünfer. Gut, dann sind wir damit ja auch noch relativ schnell durch. Das sollten wir auch heute noch schaffen. Zumindest die 9, die wir schon kennen. Hey du. Okay, und gleich wieder einfangen. Ey, nicht so weit wegkrabbeln. Moment, Moment. Hey, warum hat das nicht funktioniert? Ich habe keinen Tusch gekriegt. Funktioniert das bei dem hier nicht? Sind das halt echt alle außer bei dem Anfangstypen? Oder stand ich nur doof? Nö. Irgendwie funktioniert es hier nicht. Okay, cool. Dann lassen wir das mal aus. Und wenn uns am Ende eine Skulptur fehlt, muss ich mal nachgucken, ob es 4 an dem Loch funktioniert oder nicht. Okay, dann gehen wir als nächstes hoch zur Dodongo-Höhle. Und dann würde ich mich von da aus zum Hylia-See porten. Das müsste, glaube ich, am schnellsten gehen. Das war jetzt eigentlich Loch Nummer 6, hat aber nicht funktioniert. Hopp! Oh, warte, ich habe einen anderen Plan. Ich habe einen anderen Plan. Das lässt sich, glaube ich, besser verbinden, wenn ich von hier aus erstmal zum Gerudo-Tal gehe und mich da die Klippe runterschmeiße und dann den Fluss halt einfach runtertreiben lasse. Dann bin ich ja am Hylia-See. Das müsste besser verbindbar sein.
Tada. Und er trägt immer noch seine Fuchsmaske. Diese käsegelbe. Wah, Hilfe! Lasst mich in Ruhe, ich will nur vorbei! Ich bin auf der Durchreise! Corona beschützt mich! Oh, das könnte vielleicht schon... Bin ich zu weit daneben? Nee, hat funktioniert. Anfang. Sehr schön. So, verbuddelt euch ins Loch. Da ist er. Was, und du willst auch noch aufs Maul? Okay, kannst du haben. Hier. Okay. Das war Nummer 7. Beziehungsweise eigentlich nur 6 von 7, weil es bei dem einen ja nicht funktioniert. Nächstes Ziel ist dann das Gerudo-Tal, was jetzt ein bisschen lange braucht, um da hinzukommen. Aber gut, was tut man nicht alles für die ganzen Skulltulas auf der Welt, nicht wahr? Ja, schade, dass wir als Kind nicht uns schon die kleine Epona rufen können, um auf ihr zu reiten. Das wäre natürlich auch schön. Würde es auch ein bisschen schneller gehen. Aber stattdessen rollen wir uns über die Steppe hinweg. Ich habe jetzt auch keinen Bock auf die ganzen Skelette. Das heißt, sobald es Nacht wird, mache ich es einfach wieder Tag. Oh, und ich glaube, ja, natürlich. Wir haben ja am Hyliasee-Eingang, also hier auf der Steppe, haben wir ja noch eine Höhle, wo ich die Schatztruhe noch nicht geöffnet habe. Da könnten wir auch nochmal reinschauen. Da waren doch bestimmt auch noch Rubine drin, die wir uns jetzt sogar nehmen können, ohne was zu verschwenden. Aber das mache ich natürlich erst, wenn ich vom See wiederkomme. So, einmal quer über die Steppe gekullert. Oh Gott, ich habe irgendwo eine Killer-Ananas gehört. Und ein Wolf. Tauchen jetzt hier in der Nähe auch noch Skelette auf des Nachts? Ja, natürlich, warum auch nicht? Bin ja schließlich noch auf der Steppe, also was mache ich mir da Hoffnung? Verzapft euch! Ihr dürft euch gerne wieder einbuddeln. So. Gleich geschafft. Dann sind wir an Position 8 von 10 und kriegen da hoffentlich die 7. Skulltula raus. Das wirkt alles so riesig jetzt, wo wir wieder ein Kind sind, ne? So als Erwachsener mit Epona hier rüber zu reiten, war voll so der Balanceakt und hier auch. Ist ja 3 Meter breit. Oh, lässt du uns als Kind jetzt hier eigentlich durch, weil wir den Gerudo-Pass haben? Moment, haben wir den Gerudo-Pass als Kind? Oder ist der ausgegraut? Nee, wir haben den. Guck mal, hier, lass mich durch. In diesem Tor befindet sich die Gerudo-Feste und Kinder haben hier nichts zu suchen. Ach, schade. Wo muss ich denn runter? Ich glaube, hier ist sicherer. Und Knochen gebrochen. Dong. Nochmal 3 cm kleiner geworden. Nein! Oh Gott! Nur die Kiste kaputt machen. So. Käfer frei! Sehr schön. Einfangen. Neue Käfer sind im Glas.
Verbuddel dich. Ach, deswegen dauert das so lange, weil der letzte immer noch so lange braucht, bis... Ah. Okay, verstehe. So. 7 Skulltulas aus 8 Erdlöchern. Und dann Kopfsprung. Mit Schwert gezückt noch. Also Link, zwischen mutig und wahnsinnig ist nur ein schmaler Grat. Seht ihr, und so schnell sind wir am See. Das ging viel schneller. Und wir haben beide in einem Abwasch. Denn die Stelle war ja hier gleich hinter dem Labor. So, 9. Stelle. Und 8. Skulltula. Einfangen. Und zack. Supi. Okay, wie viele haben wir jetzt eigentlich mittlerweile? Wir müssen über 80 sein. 83. Sehr schick. Könnte man nochmal nach Kakariko gucken, ob mit der 80 jetzt schon irgendwas passiert ist, aber ich glaube nicht. Der Vater wird erst tatsächlich mit den vollen 100, glaube ich, wieder erlöst werden. Entsprechend bleibt uns jetzt noch eine Position. Der Wald leuchtet nicht mehr auf. Oder leuchtet er denn nur beim erwachsenen Link? Okay. Mal gucken. Wahrscheinlich können wir irgendwas noch als erwachsener Link da tun, aber mir fällt partout nicht ein, was das sein soll. Oh, warte mal. Nee, da sind immer noch überall welche. In den verlorenen Wäldern haben wir jetzt alle. Kokiri und Totorach gibt es auch noch welche. Okay. Sind immer noch nicht alle gefunden. Mein Gott. Okay. Naja, gut. Also folgendes. Beim nächsten Mal gehen wir als Kind wieder zurück zum Wüstenkoloss. Denn da ist nämlich auch zeitgleich die 10. und letzte Stelle für die Wundererbsen. Dann können wir das mit den Käfern abschließen. Wir haben alle Wundererbsen gepflanzt. Und dann müssen wir als Erwachsene halt nur nochmal in den Todeskrater und gucken, wo uns diese Pflanze, die dann herausgewachsen ist, hinbringt. Natürlich zu einem Herzteil. Und die in der Wüste. Aber ich glaube, das war auch nur noch ein weiteres Herzteil. Was uns ja schon den nächsten Herzcontainer bringen würde, denn uns fehlen ja nur noch 2, nicht wahr? Also, und dann ist Wüstentempelzeit. Heißt für euch, Freunde, weiter am Ball bleiben. Und bis zum nächsten Part sage ich Cheerio.